So, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Booster Innovation Podcast. Ja, wir haben eine kleine Pause eingelegt, gab viel zu tun, aber wir sind zurück mit einem natürlich besonderen Gast oder Gästin, besser gesagt. Und zwar die Ute Böhringer-May ist heute bei uns zu Besuch. Hallo, Hallo Ute. Jenny, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Ute und ich kennen uns eine Weile von Social Media und haben uns aber dieses Jahr auch persönlich in Israel kennengelernt, aber dazu später mehr. Wer ist Ute? Ute ist zurzeit Business Coach und Management Consultant und ist seit 2020 selbstständig. Aber sie hat vorher eine lange Karriere gehabt, 25 Jahre Berufserfahrung insgesamt, davon 15 Jahre als Führungskraft. Das ist natürlich besonders interessant. Und in der Industrie. Und dann war sie eben auch in der letzten Station vor der Selbstständigkeit global verantwortlich für die Bereiche Unternehmenskommunikation. Darüber werden wir auf jeden Fall noch sprechen. Und Marketing und bei einem Weltmarktführer. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin und zensiert, zertifizierte, Entschuldigung, nicht zensierte. Zertifizierte Business Coachin und engagiert sich aber ehrenamtlich auch seit knapp einem Jahrzehnt als Mentorin. Und ein Bereich, der natürlich besonders interessant ist, und ich schaue immer so, was die Leute auf ihrer LinkedIn-Seite schreiben, als quasi Beschreibung für sich selbst. Das ist immer wahnsinnig interessant. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, wie unterschiedlich das immer ist. Ich glaube, der Trend geht dahin, dass man nicht sozusagen die Position beschreibt, sondern beschreibt, wer ist man, wofür steht man eigentlich. Und bei dir sind ja drei Hashtags vor allem sehr interessant oder stechen da heraus. Hashtag Frauen in Führung, Chancengerechtigkeit, Business Coaching. Klar, Business Coaching ist ja das, was du ja jetzt selbstständig machst. Mich würde aber natürlich interessieren, dieses Frauen in Führung. Du warst ja selber als Frau in Führungspositionen, engagierst dich aber auch für Frauen in Führung. Wofür steht für dich persönlich dieser Hashtag? Danke, Jenny, ist eine tolle Frage. Und Frauen in Führung ist wirklich für mich so ein Herzensthema. Ja? Also Frauen in Führung ist mir wichtig. Ich war, wie du selber sagst, selber lange in Führung als Frau und ich war in technischen Unternehmen unterwegs und oft auch damals die einzige Frau in Führung. Da ist mir schon aufgefallen, es sollte ein paar mehr Frauen in Führung geben. Ja? Und dann habe ich mich immer stärker intensiv mit diesem Thema Frau in Führung auseinandergesetzt und mir auch überlegt, wie bringen wir mehr Frauen in Führung und was kann ich selber auch dafür tun, mehr Frauen in Führung zu bringen? Und da ich mich ehrenamtlich seit, wie du gesagt hast, knapp einem Jahrzehnt auch als Mentorin für Frauen, die auch in Führung sind oder in Führung kommen wollen, engagiere, ist dieser Hashtag Frauen in Führung für mich tatsächlich eine Herzensangelegenheit. Ja, also wir werden natürlich auf jeden Fall nochmal auf dieses Thema nochmal tiefer dieses Thema reingehen, weil das ja auch ja etwas ist, was mich auch besonders beschäftigt. Ich habe ja auch dieses Jahr also Innovation, Startups und so weiter. Deutschland, Israel ist natürlich so das große Thema, aber ich habe dieses Jahr auch Vorträge zum Thema Frauen in Startups in Israel gehalten, in Deutschland. Und da war wirklich auch das Interesse und auch ja mal zu gucken, wie ist denn das in der Unterschied zwischen Deutschland und Israel, wobei da gibt es keine so großen Unterschiede in der, ich sag mal, entwickelten Welt, sind wir da leider ähnlich schlecht, aber da werden wir auf jeden Fall noch mal reingehen, und das ist auf jeden Fall ein tolles Thema und toll, dass du dich da auch ehrenamtlich dafür engagierst. Und was mich auch immer gerne am Anfang so ein bisschen interessiert, was war so der Beginn, also deiner Bildungslaufbahn, die ja in der Schule anfängt? Ich finde, es ist
immer so ein bisschen zumindest absehbar. Mir ist es neulich aufgefallen. Ich dachte so, in einem Interview habe ich gesehen, da sagte jemand, erinnert euch zurück, was habt ihr in der Schule besonders gerne gemacht? Also was war so etwas, was euch so mega Spaß gemacht hat in der Schule? Und da dachte ich so, ja, ich habe es eigentlich geliebt, Referate zu halten. Also dieses, ne, vor der Klasse zu stehen, ja. Das haben alle gehasst. Und ich war immer so, ja, ich. Also das, man merkt schon, dass man gewisse Fähigkeiten oder Interessen natürlich schon in der Schulzeit hat. Wie war denn das bei dir? Hattest du da schon in der Schulzeit irgendwie so eine Idee, wie das, fand das ja ganz, ganz interessant, Enise, die wir beide kennen, sagte, sie will Astronautin werden und ja, gab es bei dir irgendwas, wo du gesagt hast, oh, das möchte ich mal machen? Also ich erinnere mich zurück, ich meine, wir sprechen hier über die 80er Jahre. Ich bin schon ein bisschen fortgeschritten jugendlich, als ich in der Grundschule und in der Schule war. Damals fand ich tatsächlich Bibliothekarin total interessant, aber wahrscheinlich, weil ich Bücher spannend fand und auch gerne gelesen habe. Dann war, wenn du mich nach Lieblingsfächern fragst, also ein wirkliches Lieblingsfach war immer damals Erdkunde. Ich weiß gar nicht, ob es das heute so als Fach wahrscheinlich Geografie noch gibt. Das heißt, fremde Länder, Kulturen, die Welt kennenlernen und dann auch Sprachen, also Deutsch und Englisch. Ich meine, ich bin Schwäbin, wir können alles außer Hochdeutsch, sagen wir immer. Ich bemühe mich. Deutsch, Englisch fand ich immer super. Die Welt kennenlernen, Sprachen zu reisen. Also auch ein Thema, was sicherlich damals Reiseverkehrskauffrau, was mich interessiert hatte, aber hauptsächlich mit Blick auf die Welt kennenzulernen. Und dann kann ich mich tatsächlich erinnern, dass ich die Diplomatie total interessant fand, also diplomatischer Dienst. Habe nur festgestellt, dafür braucht man allgemeingültiges Abitur und sehr gute französische Sprachkenntnisse. Das war dann nicht so ganz meins. Aber in Summe fand ich genau diese Themen gut. Und das hat sich tatsächlich später auch so ein bisschen im Beruf in diese Richtung globale Themen, internationale Verantwortlichkeiten dann auch entwickelt, interessanterweise. Ja, und warst du, also das passt natürlich sehr gut zusammen, bei dir jetzt auch in dem, was du gemacht hast und was du heute machst, und dass du ja auch gerne reist, ne, und auch fremde Kulturen kennenlernen willst. War das aber dann auch so diese Führungsrolle, war das schon sehr früh oder hat sich das so ein bisschen später in der Schulzeit entwickelt oder im Studium vielleicht? Da habe ich lange nicht drüber nachgedacht, wann ich eigentlich zum ersten Mal Führungsverantwortlichkeit übernommen habe. Und dann ist mir eingefallen, ich bin in der evangelischen Kirche und war früher Mitglied in so Jugendvereinen von der Kirche und habe da tatsächlich schon ganz früh eine Jungschar geleitet und habe das gar nie als eine Führungsverantwortung eigentlich so betrachtet. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, das war damals schon die erste Führungsverantwortung, ja, diese Gruppe zu leiten, auch gemeinsam mit einer anderen zusammen, und das hat mir echt Spaß gemacht und wahrscheinlich unterbewusst habe ich dieses Thema Führung schon damals angestrebt. Ja, geht mir so ein bisschen ähnlich. Ich habe neulich zurückgedacht. Es gab ja, habt ihr das sowas in der Schule auch gemacht, wo man so Gruppenarbeit gemacht, aber sozusagen beobachtete Gruppenarbeit? Also, dass die Klasse, die restliche Klasse und der Lehrer oder die Lehrerin haben beobachtet und haben dann so ein bisschen Feedback gegeben. Du hattest so die Mediatorenrolle, du hattest die Führungsrolle, du hattest die Rolle. Hattet ihr sowas? Ich glaube, das gab es in den 80ern und Anfang der 90er noch nicht. Also ich erinnere mich und ich habe immer so das Kommentar zu mir immer irgendwie gehört, ja, du warst so die Oberlehrerin. Ich glaube schon, also ich bin groß gewachsen, ich bin 1,80 Meter groß und dadurch bin ich natürlich schon aufgefallen, ohne dass ich es vielleicht auch wusste oder wollte, war nicht immer nur ein Vorteil, auch als Kind, also bin ich sicherlich auch stark gehänselt worden manchmal, weil ich einfach schon so groß war und dadurch aufgefallen bin, aber so die natürliche, sag ich mal, also ich hatte schon immer eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit und relativ eine klare Haltung und wusste, was ich will. Ich glaube, das zieht sich tatsächlich so ein bisschen wie so ein roter Faden durch. Ja, das finde ich immer so spannend, dass man da gerade so jetzt in der Bildung, finde ich, auch darauf aufpassen oder achten muss, dass man auch die Kinder sozusagen in ihren Rollen auch ein bisschen fördert und nicht jeder muss irgendwie gleich sein, sondern jeder hat so seine Stärken und die müssen dann gefördert werden.
Hast du da jetzt mal spontan irgendwie eine Idee, wie wir auch das Bildungssystem, weil da mache ich mir viele Gedanken dazu. Wir leben ja, also damals wurde ja das Bildungssystem ja konzipiert für die damalige Welt, ne? Also wo wir in der Industrialisierung waren, wo eben genau einfach Fachkräfte, Arbeiter ausgebildet werden sollten und bestimmte Sachen können müssen. Heute leben wir in einer komplett anderen Welt und ich finde, dass also man versucht, es so ein bisschen anzupassen. Hast du da irgendeine Idee, auch aus deiner Erfahrung vielleicht, auch als Führungskraft, was fehlt denn da? Ich finde zum Beispiel sowas wie Conflict Resolution fehlt an Fähigkeit in der Schule, dass man das lernt für die spätere für die heutige Berufswelt. Ich bin keine Expertin in dem Bereich. Ich kann das nur aus meiner allgemeinen Sicht beantworten. Ich denke, wir brauchen Innovation im Schulbereich und wir müssen unbedingt schneller werden. Ne? Also das Schulsystem aus meiner Sicht hinkt der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung hinterher. Und das ist nicht gut. Ob das digitale Applikationen sind, die man im Unterricht verwendet oder auch also die Verwendung von digitalen Devices, was jetzt ja in Corona stark diskutiert wurde, und dann eben aber auch inhaltlich. Also es ist tatsächlich noch wichtig, Gedichte auswendig zu lernen. Auf der einen Seite sagt mein Herz ja, auf der anderen Seite wäre vielleicht Coding ganz interessant. Also es ist wirklich so, dass wir da schneller werden müssen, innovativer. Und in Summe würde ich mir wünschen, dass der Austausch zwischen Industrie, Politik, Wirtschaft einfach in Summe besser wird und auch transparenter, dass man branchenübergreifend und auch vielleicht instituts- und verbandsübergreifend stärker zusammenarbeitet, um gemeinsam mehr Potenziale zu heben. Das würde unsere Wirtschaft oder unsere Gesellschaft in Summe auch nach vorne bringen. Ja, absolut, absolut. Und du hast ja wirklich, also wirklich sehr, sehr viele beeindruckende berufliche Karrierestationen ja durchlaufen. Also alle, die jetzt neugierig sind, schaut mal bei Ute auf dem LinkedIn-Account. Da postet sie auch sehr, sehr spannende Posts über Veranstaltungen, die sie besucht, über ihre Arbeit, auch als Business Coach. Also super, super interessant immer zu lesen. Und Dankeschön. da stehen ja auch die ganzen, ja, deine beeindruckenden Karrierestationen und auch später noch ein Executive MBA. Welche Karrierestationen sind denn für dich so vielleicht besonders im Kopf geblieben? Welche haben dich besonders geprägt vielleicht? Ja, ich habe tatsächlich damals mit 16 Jahren mit einer Bankausbildung begonnen. Das ist 30 Jahre her. Man glaubt das kaum, dass ich das ausspreche. Und jetzt weiß man auch, wie jung ich bin. Und hab damals 5 Jahre auf der Bank gearbeitet. Und das war damals einfach eine sehr anerkannte, gute Ausbildung und hat sicherlich einen Grundstück für mein berufliches Wirken und Werden gelegt. Dann habe ich mich aber entschieden, das nicht bis zum Ruhestand fortzusetzen, sondern nochmal war mutig damals und habe den Job gekündigt und bin nochmal zurück auf die Schulbank, habe die Fachhochschulreife gemacht und dann über den zweiten Bildungsweg internationale Betriebswirtschaft studiert. Und im Studium hatte ich die Gelegenheit, länger in England und auch in den USA zu leben und zu arbeiten. Und das hat mich sehr geprägt. Und diese internationale Berufserfahrung, das war wirklich so ein Erlebnis, wo ich sage, das hat mich maßgeblich auch in meiner späteren Berufstätigkeit oder auch der Wahl des Berufes beeinflusst. Für mich war klar, ich will unbedingt für ein Unternehmen arbeiten, das international arbeitet, kulturenübergreifend verbindet. Und mich haben tatsächlich auch technische Produkte interessiert. Also ich wollte nicht in die Konsumgüterindustrie. Ich habe in den USA bei Mercedes-Benz gearbeitet und ich wollte unbedingt auch in den technischen Bereich und bin dann nach dem Studium bei Voith gelandet. Und die erste Station bei Voith, da hatte ich den tiefen Wunsch, im Marketing zu arbeiten und hatte da die Chance, in einer Art Marktforschungsstrategie zu arbeiten. Und damals, wir reden vom Jahr 2003, war ich dann verantwortlich für den Aufbau einer webbasierten globalen Datenbank. Und damals schon ein cooles Projekt und habe das sehr, sehr erfolgreich gemacht. Und diese Zeit habe ich stark in Erinnerung, habe dann tatsächlich noch nebenberuflich damals ein Executive MBA gemacht, den die Firma auch unterstützt hat. Da bin ich super dankbar bis heute. Also meine ganze gesamte Zeit bei Freud war wirklich
interessant und ich konnte viel lernen und ich konnte mich entwickeln. Ich habe sehr harte Zeiten und schwierige Chefs gehabt, aber auch sehr tolle Chefs und tolle Förderer. Und es war wirklich so eine Mischung. Was mir sehr gut noch im Gedächtnis geblieben ist, ist die Zeit, als ich in der Wasserkraftsparte für die Unternehmenskommunikation verantwortlich war. Erneuerbare Energien, Wasserkraft finde ich bis heute spannend. Ich finde es immer schade, dass die Wasserkraft im erneuerbaren Kontext nicht genannt wird. Das ist wirklich so eine tolle erneuerbare Energiensource, Quelle. Und ja, das waren sicherlich sehr spannende Berufsjahre. Und dann habe ich noch bei Ari eben weltweit auch das Marketing und die Kommunikation geleitet. War ein paar Jahre in München, habe eine Wochenendehe geführt. Und das war der nicht so tolle Teil daran, ja. Der Job an sich war auch super interessant und spannend und hat mir auch Spaß gemacht. Ich konnte viel gestalten und viel bewirken, habe die Firma auch mit nach vorne gebracht. Okay, also dieser Impact, ne, den man dann, das ist ja das, was ja auch im Endeffekt, finde ich, auch wichtig ist für egal in welcher Position man arbeitet, wenn man spürt, dass man mit seiner oder ihrer Arbeit wirklich was bewegt für die Firma, für die Wirtschaft, für das Produkt, dann bleibt das auf jeden Fall im Kopf. Du hast jetzt etwas erwähnt, worüber ich schon länger mal mir so Gedanken mache. Ich habe mich ja, klar, ich habe auch eine Teilzeit als angestellt gewesen, aber nie so wirklich Vollzeit. Bin dann relativ schnell, habe ich mich entschieden, ja, selbstständig zu sein. Wie ist denn das? Du hast gesagt, es gab schwierige Chefs, es gab gute Chefs. Wie übersteht man, also ist das wirklich oder welchen Tipp hast du vielleicht für Menschen, die in einer schwierigen Situation sind, also wo die schwierige Chefs haben? Wie übersteht man so eine Phase? Also ich stelle mir das total schwierig vor, einfach dann jeden Tag sich zu motivieren, zur Arbeit zu gehen, wenn man eigentlich total mies gelaunt wahrscheinlich und irgendwie denkt so, ach, warum, wozu mache ich das alles? Dann zur Arbeit geht jeden Tag. Und man verbringt ja die meiste Zeit des Tages ja auch bei der Arbeit. Hast du da vielleicht irgendwie so einen kleinen Tipp für alle, die das möglicherweise betrifft? Also ganz wichtig ist, sich externe Hilfe zu holen. Ja? Also Mentoren zu suchen, vielleicht auch einen Business Coach, Leute zu suchen, die einen unterstützen und doch so ja auch. Also ich glaube, es ist bis zum gewissen Grad normal. Entschuldigung, dass man tolle Chefs und auch nicht so tolle Chefs hat, ist die Normalverteilung leider. Nicht jeder kann Führung tatsächlich und nicht jeder will auch Führungskraft sein und dann ist es manchmal nicht so einfach, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten. Das heißt, externe Unterstützung und was mir auch persönlich in schwierigen Phasen, die ich durchaus auch hatte in meinem beruflichen Werdegang, immer geholfen hat, war meine Familie. Ja? Also die Familie, ich sage auch allen meinen Mentees, achtet immer bei allem Karrierebestreben immer darauf, auch tatsächlich auf euer Privatleben und achtet darauf, auch mit eurer Familie, euren Partnern oder Freunden irgendwie gut zusammen zu sein und da auch Zeit dafür zu haben. Also ich bin total happy, dass ich das trotz aller Karrierethemen immer geschafft habe. Ich bin mit meinem Mann auch fast 30 Jahre, das sind schon 30 Jahre zusammen. Das heißt, dass ich immer ein stabiles, gesundes, glückliches Familienleben hatte und das ist ein ganz wichtiges Thema auch. Also, wenn man da die Chance hat, einen Ausgleich zu haben, dann übersteht man auch wirklich schwierige berufliche Phasen. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Du sollst meinen Mann coachen. Nein, weil er Gerne. gerade. Nee, es ist halt gerade jetzt, weil er das mal ausprobieren wollte, in einem Startup zu arbeiten. Das ist natürlich, das Startup-Leben ist einfach so rund um die Uhr. Ich meine, was ganz wichtig ist, wenn ich das ergänzen darf, ist also in der Partnerschaft auf jeden Fall Kompromissbereitschaft. Ja? Und mein Mann hat mich da immer machen lassen, aber ich glaube, sonst wäre er auch nicht mein Mann. Also er weiß, wie ich bin, er nimmt mich so, wie ich bin. Und ich glaube, Menschen nicht verändern zu wollen, sondern sie so zu nehmen und so zu lieben, wie sie sind, das ist tatsächlich das Wichtigste. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, das war finde ich, sehr, sehr inspirierende Tipps auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir mal auf das Thema Frauen in Führung kurz zu sprechen. Und
Wann hast du gemerkt, dass Frauen im Berufsleben ja nicht gleich behandelt, unterschiedlich behandelt werden? Mir ist das ehrlich gesagt erst ein bisschen später wirklich bewusst gewesen. Also aufgefallen natürlich schon vorher, aber so richtig bewusst, als so das Thema auch immer mehr in Medien, Social Media Thema war, dann merkt man so, ah ja, stimmt, das ist mir auch schon passiert oder das habe ich auch schon mal bei anderen irgendwie erlebt. Oder man merkt dann auch, wenn zum Beispiel irgendwie eine Freundin dann beim Kaffee sagt so, ja, ich mache eigentlich meine Arbeit viel besser, aber mein Kollege wurde dann bevorzugt und befördert und ich nicht. Und dann so merkt, also dann wird man sozusagen hellhörig. Wann ist dir das dann aufgefallen? Und vielleicht in einigen Beispielen. Ja, wie hast du das selber oder halt auch an andere Frauen wahrgenommen? Also ich glaube, wahrgenommen habe ich das tatsächlich damals schon Anfang der 90er, als ich die Bankausbildung gemacht habe, weil es damals auf der ganzen Bank fast keine Frauen in Führung gab. Also ich kann mich erinnern, es gab eine stellvertretende Abteilungsleiterin in der Wertpapierabteilung und die war damals nicht verheiratet, hatte keine Kinder. Dann gab es noch die Ausbildungsleiterin, die aber, ich glaube, Stellvertreterin war. Und ansonsten gab es quasi keine Frauen in Führung. Also die Führungspositionen waren alle von Männern besetzt und ich kann mich erinnern, dass ich mal bei einer Aufsichtsratssitzung Unterlagen in den Raum bringen musste, als Auszubildende damals. Also ich bin da reingelaufen in diesen Raum, musste dem Vorstand damals diese Unterlagen bringen und da saßen eben an diesem ganzen Tisch irgendwie, ich weiß nicht mehr, 10, 20 Männer. Das ist lange her, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber ich habe die Szene noch vor Augen. Und ich weiß, ich bin rausgelaufen, habe irgendwie gedacht, warum sitzen da nur Männer? Habe mir aber da nicht wirklich weiter viel Gedanken darüber gemacht, aber es war so eine erste Wahrnehmung, irgendwas stimmt hier nicht. Wir sind doch 50%, ja? Warum sitzen hier nur Männer in diesen Entscheiderfunktionen? Und dann später, also im Studium muss ich sagen, hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, selbst bei der internationalen BWL, wir waren ungefähr 50% Frauen als Studierende, da hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, dass man als Frau nicht alles erreichen kann oder dass es da Barrieren gibt. Und dann muss ich sagen, England und USA waren super, weil ich hatte Frauen als Chefinnen. Ja? Also ich habe immer gesagt, ich hatte keine Frau als Chefin, bis ich darüber nachgedacht habe, doch stimmt, im Praktikum hatte ich damals tatsächlich auch Frauen als Chefinnen. Also im Marketing war eine Chefin, im Vertrieb war eine Chefin. Das heißt, ich hatte da in der Quality in den USA war eine Chefin. Das heißt, ich hatte Frauen als Beispiele in Führungspositionen, die diesen Job selbstverständlich gemacht hatten. Ich kann mich auch erinnern, dass die Dame in England zwei Kinder hatte, die Dame in Amerika auch. Das heißt, ich kann eine Führungsposition haben, ich kann auch Familie haben. Es ist selbstverständlich als Frau, dass ich anerkannt bin als Führungskraft. Da bin ich aus Amerika mit so einem super Gefühl nach Deutschland zurückgekommen. Ne? Und dann bin ich bei Freud eingestiegen nach dem Studium und oh, ich habe gesehen, hier gibt es keine Frauen in Führung. Ja? Es gab eine Frau in Führung, die war damals die Leiterin der Unternehmenskommunikation und ansonsten waren das alles im Prinzip Frauen in Fachpositionen oder dann als Assistenten. Ne? Und es war wirklich schwierig, als Frau auch dann sich zu entwickeln ohne diese großen Vorbilder. Also ich bin heute eine überzeugte Verfechterin der Frauenquote, auch wenn ich es selber ohne Quote bis zum Vice President und Mitglied vom globalen Management-Team auch geschafft habe. Ja? Trotzdem bin ich eine Verfechterin, weil es war ein super harter, langer Weg und ich habe das Gefühl, ich musste auch immer schon die Extrameile gehen für die gleiche Anerkennung. Und warum sollte das so sein? Ja, also das ist eigentlich nicht gerechtfertigt. Und so ein richtiger Aha-Moment hatte ich. Das war nach meinem Executive MBA, habe ich im internationalen Vertrieb gearbeitet für Wasserkraftwerke. Das war eine sehr große Herausforderung. War mutig und bin da rein in diesen Job als einzige Frau, als einzige Nicht-Ingenieurin. Es waren harte Lehrjahre, würde ich sagen. Ich wurde auch von einem Teil der Männer hervorragend unterstützt, von einem Teil der Männer überhaupt nicht unterstützt. Das war wirklich schwierig. Und ich hatte einen Chef, mit dem ich super auskam. Es war eher so eine freundschaftliche Art. Also ich kam hervorragend mit dem aus. Der war mir wohlgesonnen, der war freundlich. Aber mit Blick auf Frauen hat er, also im Vertrieb kriegt man normalerweise einen Firmenwagen, ja. Und dann ging es darum, dass ich einen Firmenwagen kriege. Und dann hat er zu mir gesagt,
Das ist ja schon so ein Symbolcharakter nach außen in der Firma, wenn du als Frau jetzt hier einen Firmenwagen kriegst. Und dann habe ich gesagt, ja, Jörg, das gehört im Vertrieb dazu. Und wenn meine männlichen Kollegen einen Firmenwagen haben, hätte ich gerne auch einen. Und dann hat er den Satz zu mir gesagt, und der Prinz hat sich wirklich bei mir eingebrannt, er hat gesagt, tut's dir ein Golf auch? Und ich möchte das jetzt nicht abwerten in Richtung VW oder irgendwas nennen, aber es war wirklich so die Aussage, du als Frau kannst doch den Golf vom Fuhrpark, den wir sowieso da rumstehen haben, nehmen, weil die Firmenwagen-Policy war damals, es gibt eben Mittelklassewagen, es war BMW, Audi, Mercedes, die Klassiker, und also keiner hat Golf gefahren, ja, und das war wirklich für mich so ein Aha, dann habe ich so einen Spaß zu ihm gesagt, ich kann dir gerne das allgemeine Gleichstellungsgesetz auf den Tisch legen, also ich hätte gerne das gleiche Auto wie meine männlichen Kollegen, und das habe ich dann auch bekommen, ja, aber das war so das erste Mal, wo ich wirklich für mich festgestellt habe, zweierlei Maß, und ich werde hier nicht so behandelt wie die Männer, und es gibt eine Klasse, also eine wirkliche Wahrnehmungsverschiebung. Ja, deswegen finde ich das ja auch schade, wenn es gibt ja auch in dem Social Media Business Universum ja auch Frauen, die irgendwie das verneinen, und das finde ich irgendwie so strange, weil es erzählen halt so viele Frauen, dass sie eben für in derselben Position, für dieselbe Leistung dann solche Erfahrungen haben, wo sie sich dann wirklich durchsetzen müssen und wo sie einfach von vornherein davon ausgegangen wird, dass sie mit weniger zufrieden sind. Dass das dann irgendwie negiert wird und gesagt wird, naja, nee, also sowas gibt's nicht. Also man wird ja, ne, wenn man gut genug ist, dann wird man halt gleich behandelt. Nein, leider nicht. Das ist mir so manchmal sehr suspekt, verstehe ich nicht. Aber ja, also solche Geschichten, glaube, hört man von fast jeder Frau, also ich weiß nicht, welche Frau das nicht so etwas in der Art erfahren hat, gibt es wahrscheinlich sehr, sehr wenige. Und du engagierst dich ja auch sehr, sehr viel dafür, dass eben Frauen ja auch, es ist ja auch wichtig, so ein Mentoring, weil ich glaube trotzdem ja durch diese gesellschaftliche Entwicklung ja den Frauen ja bestimmte Fähigkeiten fehlen, weil sie diese Fähigkeiten nicht erlernt haben, weil man denen das ja eben nicht zugetraut hat. Man bringt ja auch Kindern ja oder Jugendlichen, Studierenden ja bestimmte Sachen bei. Oder wenn sie im Job anfangen, dann sagt man, okay, du musst irgendwie in der Lage sein zu verhandeln oder ne, also bestimmte Weiterbildungen etc. Das heißt, da fehlen bestimmte Fähigkeiten. Vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen, welche das aus deiner Sicht sind oder ob das, du das vielleicht anders siehst. Und was tust du da genau, also wo in deinem Engagement für Frauen? Also ich bin nicht der Meinung, dass Frauen was fehlt. So würde ich das nicht sehen, sondern sie haben andere Kompetenzen. Ja? Das ist einfach so, Männer und Frauen sind unterschiedlich. Ist ja auch gut so und auch berechtigt mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Und deshalb ist ja auch die Mischung toll, weil sie bringt bessere Ergebnisse aus meiner Sicht. Da bin ich tief davon überzeugt. Was wichtig ist, ist tatsächlich bei Frauen tatsächlich diesen Mut. Also dass man ihnen Mut mehr zusprechen muss, dass man ihnen sagen muss, dass sie ruhig mit erhobenem Kopf und selbstbewusst durch die Gegend gehen dürfen, ja, und dass sie sich selber auch mehr zutrauen dürfen. Das sind so Themen, die immer wieder auch im Mentoring nach vorne kommen, und dass sie sich durchsetzen müssen und auch dürfen, und dass sie trotz allem sehr weiblich sein dürfen, ja, dass sie nicht männlich werden müssen, sondern als Frau perfekt sind, so wie sie sind. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, und dann einfach Karrieretipps, berufliche Entwicklungstipps, Sparringpartner zu sein. Also dieses Mentoring mache ich seit 2013. Angefangen habe ich an der Hochschule in Aalen. Da hatte mich ein Professor für das neue Carmen Karriere Mentoring für Studentinnen damals geworben. Und ich habe das sehr gerne gemacht und steige jetzt im Haupt tatsächlich da aus, habe das aber jetzt eben fast 10 Jahre gemacht und immer Studentinnen begleitet. Hatte da immer über einen längeren Zeitraum eben Studentinnen und bin auch mit all diesen heute noch in so einem, habe ich privat organisiert, Menti-Club im Prinzip für die zusammen, ja, und unterstütze die weiterhin in ihren Karrieren. Das andere ist, ich bin Mentorin bei Global Women and Public Relations, GWPR, ein ganz tolles Netzwerk, das die Cornelia Kunze hier in Deutschland gemacht hat.
aufgezogen hat. Und dort habe ich auch eine Mentee. Das heißt, das sind erfahrene Unternehmenskommunikatorinnen oder auch Kommunikatorinnen aus Agenturen und die geben Wissen an die nächste Generation der Unternehmenskommunikatorinnen weiter. Das ist mir auch ein wichtiges Netzwerk. Und dann bin ich noch ganz wichtig bei Stephanie Mattes, die Aufsteiger gegründet hat, Mentorin. Und bei Aufsteiger geht es um Chancengerechtigkeit. Und da betreue ich einen Mann und der kommt eben aus nicht akademischem Elternhaus. Die Eltern kommen ursprünglich aus einem anderen kulturellen Umfeld. Und da geht es wirklich ganz stark um dieses Thema Chancengerechtigkeit. Okay. Was ist denn... Das ist natürlich jetzt Engagement, was du jetzt persönlich machst, beziehungsweise sind andere auch Unternehmen und Unternehmerinnen, die sich dann für junge Menschen oder auch Frauen engagieren. Hast du noch irgendwie eine Vorstellung aus deiner Sicht, was sich noch in der Gesellschaft, aber auch in der Politik und in der Wirtschaft noch verändern muss? Du hast ja die Frauenquote ja angesprochen, die aus deiner Sicht dazu beitragen würde, diesen Ausgleich zu schaffen. Was könnte man noch tun oder was sollte sich verändern, damit Frauen eben, ja, das Umfeld für die Frauen im Berufsleben irgendwie zu verbessern? Es ist tatsächlich so, wir haben es leider gesehen bei Frauen in die Aufsichtsräte, dass diese Freiwilligkeit nicht funktioniert. Also die Wirtschaft hatte sehr lange freiwillige Selbstverpflichtungen und die haben nicht funktioniert. Es gab keinen Anstieg an mehr Frauen in Führungspositionen. Die Firmen haben gesagt, sie würden das ändern, aber es hat sich nichts getan. Das heißt, die Quote findet tatsächlich niemand gut. Ich finde die auch nicht gut. Aber es ist ein Mittel zum Zweck für einen Wandel. Und ich bin wirklich tief davon überzeugt, wenn wir mehr Frauen in Führungspositionen haben, ist es eine ganz wichtige Vorbildfunktion auch für die nachfolgenden Generationen von Frauen. Man sieht einfach, es ist möglich. Man kann sich entwickeln, man kann gestalten und es ermutigt. Und in Summe glaube ich einfach tief daran, dass wir mit gemischten Teams die besseren Ergebnisse erzielen. Und deshalb ist mir das Thema so wichtig. Ja, das zeigen auch ja auch Ergebnisse, ne? Auch für die Innovationsfähigkeit. Also wir sprechen hier ja bei Innovation Booster auch über Innovation und es ist tatsächlich gemischte Teams, unterschiedliche kulturelle Hintergründe, unterschiedliche Alter, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche berufliche Disziplinen bringen in Summe einfach die besseren Ergebnisse. Das stimmt. Jetzt machen wir so einen kleinen Cut und du hast ja dann irgendwann entschieden, ich meine, das war für die ganze Welt eine sehr, eine Umbruchssituation und für dich ja persönlich auch oder beruflich. Du hast dich dann entschieden, du willst... Das ist eine Corona-Pandemie, oder? Genau. Und da hast dich dann ja auch entschieden, selbstständig zu sein. Warum hast du dich dafür, ich meine, das ist ja gut, wir haben schon erfahren, also ich wusste das ja, aber die ZuhörerInnen haben erfahren, dass du sehr mutig und durchsetzungsfähig bist. Das ist ein sehr mutiger Schritt. Warum? Warum hast du dir das angetan? Warum habe ich mir das? Ich glaube, ich habe noch nie den einfachen Weg im Leben gewählt. Ja? Also Widerstände gehören irgendwie zu meiner Vita dazu und ich habe sie überwunden und das hat mich eigentlich stärker gemacht. Ich habe eine Haltung, ich habe ein gewisses Wertekonstrukt und ich möchte in einem Umfeld arbeiten, wo ich das tatsächlich auch leben kann. Warum habe ich mich selbstständig gemacht? Die Selbstständigkeit war tatsächlich immer so im Hinterkopf. Also ich hatte diese Idee, dass ich das mal versuche auf jeden Fall, immer so im Hinterkopf. Und es war eine gute Option. Und wie du sagst, ich bin bei Ari Raus 2020, war dann die Pandemie und dann war es auch schwierig, tatsächlich wieder in der Industrie einen Anschlussjob direkt zu finden. Und ich habe für mich dann auch beschlossen, jetzt nehme ich diese Zeit wirklich für mich auch mal so als ein Jahr, wo ich wirklich überlege, was ich tatsächlich möchte. Ich meine, ich habe gesagt, ich habe vor 30 Jahren angefangen, bin ins Berufsleben eingestiegen. Eigentlich hatte ich nie eine Pause. Es ging immer weiter nach vorne, immer höher, schneller weiter. Es war so gesehen wirklich gut, dass ich so einen Cut mal hatte und mal überlegen konnte, was will ich? Ja, ich möchte noch 20 Jahre arbeiten. Wie kann ich gestalten? Wo kann ich wirken? Wo kann ich die Themen nach vorne bringen, die ich tatsächlich möchte? Und mir ist es schon wichtig, in einer Umgebung zu arbeiten, die gewisse Werte vertritt, die flexibel ist, die innovativ ist, wo man gestalten kann, wo man mitwirken kann, wo man als Frau akzeptiert ist auf Augenhöhe.
Und dann war die Selbstständigkeit, ich aus familiären Gründen war für mich klar, dass ich keine Wochenendehe mehr führen möchte. Das heißt, die Flexibilität mit Blick auf Homeoffice, da habe ich auch gelernt, dass die Unternehmen in der Realität leider nicht flexibel sind. Ja? Also ich hatte durchaus Jobangebote in der Industrie, wo die aber alle verlangt haben, dass ich 4 Tage in der Woche irgendwie vor Ort bin. Ne? Und das eben, also mir ist meine Familie wichtig und unsere Eltern und meine Schwiegereltern, die gehen auf die 80 zu. Ich wollte nicht meinen kompletten Lebensmittelpunkt nochmal verlagern. Und ich vermisse da bis heute, trotzdem, dass die Pandemie das bewiesen hat, wie wunderbar das funktioniert, dass man auch remote arbeiten kann, diese Flexibilität bei den Unternehmen. Also ganz viele Unternehmen haben immer noch die Vorstellung, dass man im Prinzip mindestens 4 Tage in der Woche vor Ort ist. Und dann habe ich für mich entschieden, so, was will ich? Und ich möchte eben Familie und Beruf wirklich perfekt für mich kombinieren. Das ist wichtig für mich. Und dann habe ich die Selbstständigkeit gewählt. Also das war dann ein ganz bewusster Schritt für mich im Moment. Die beste Option, da kann ich im Prinzip so wirken, wie ich möchte. Ich kann sagen, was ich möchte. Ich kann mich für Frauenthemen einsetzen, ohne Unternehmensrestriktionen, die es durchaus leider auch gibt, muss man sagen. Ja. Das heißt, ich kann mich positionieren. Ich kann offen sagen, dass ich für die Frauenquote bin, weil auch das nicht alle Unternehmen leider gut finden, dass man Mitarbeiter hat, die das offen aussprechen. Das ist schade, aber es ist leider so. Und ich kann wirklich für die Jugend viel tun. Ich kann als Mentorin agieren und ich kann vor allem in meiner Funktion als Business Coachin Frauen in Führung bringen. Ich kann helfen, dass sie in Führung bleiben. Ich habe viele Führungskräfte als Klienten. Das heißt, ich kann tatsächlich da auch von der Seitenlinie im Prinzip viel bewirken und man muss nicht immer im Spielfeld sein und im Unternehmen agieren, sondern man kann auch von der Seitenlinie wirklich viel bewegen und das mache ich im Moment und das macht mir große Freude. Ach toll. Du hast ja schon viele, viele Vorteile, diese Flexibilität und so weiter, ja schon angesprochen. Gibt es noch weitere irgendwie Vorteile, die du vielleicht für eine Selbstständigkeit nennen kannst? Das ist natürlich, muss man dazu sagen, nicht für jede Frau, jeder Mann etwas, auch die Selbstständigkeit, nicht unbedingt die Führungskraft. Weil es eben, man muss eben diese nicht einfachen Wege auch mögen. Ich verstehe dich da total, weil ich auch so bin. Easy way ist für mich nicht gut. Aber was siehst du denn noch für Vorteile in der Selbstständigkeit? Also ich kann natürlich meine Interessen, ich kann meinen Job auch so formen im Endeffekt, wie es meinen Interessen und meinen Werten und meinen Überzeugungen entspricht. Ja, ich kann auch, also ich nehme mir auch die Zeit für Weiterbildung, das halte ich für essentiell wichtig. Ja, ich investiere viel Zeit in Weiterbildung. Ich kann auf Konferenzen gehen, die ich für wichtig erachte. Ich kann nach Israel reisen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin auch Beraterin, ich möchte mich da am Puls der Zeit informieren und auch immer on top bei den Themen bleiben. Never let the brain idle, habe ich mal in den USA gelernt. Das heißt, continuous learning ist was, wo ich tatsächlich, das zieht sich auch wie ein roter Faden durch meine Karriere. Und das sind Sachen, die ich natürlich in der Selbstständigkeit auch noch besser mit tatsächlich im Moment für mich machen kann. Ja, ich habe Freiheiten und Flexibilität. Auf der anderen Seite ist es natürlich, ist eine Abwägung. Ja, was ist einem wichtiger? Ne? Ja, klar. Jetzt hast du ja auch schon so ein bisschen das Thema Innovation natürlich immer mal wieder reingebracht. Was ist denn für dich, auch als du Führungskraft warst, ist es natürlich auch wichtig, dass das Team kreativ, innovativ ist, also gerade bei innovativen Themen, aber auch, ich glaube auch, ich sag mal, relativ simple Industrien. Du hast ja immer wieder Herausforderungen, die du dann irgendwie kreativ ja lösen musst. Also ich glaube, Kreativität und Innovation spielt, glaube ich, in jeder Position, fast jeder Position und fast jeder Branche irgendwie eine wichtige Rolle. Was ist denn für dich ein innovatives Team oder was sollte ein innovatives Team sein, haben für Fähigkeiten? Auf jeden Fall Offenheit. Also Innovation, man muss offen sein, man muss Vertrauen haben, man muss die Leute gestalten lassen. Ne? Also dieses strauch-hierarchische und sehr alte Führungsverhalten von früher, würde ich sagen, steht der Innovation im Weg. Also man muss wirklich Menschen dazu
Also man muss ihnen das Vertrauen geben und ihnen die Freiheiten geben, dass sie innovativ und kreativ auch werden dürfen. Und dann natürlich auch motivieren und inspirieren. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe auch als Führungskraft. Ich habe immer versucht, meine Mitarbeiter zu inspirieren, ja, ihnen im Prinzip Möglichkeiten zu geben und ihnen auch Vertrauen geschenkt, dass sie eigenständig Sachen entwickeln dürfen. Das ist ganz wichtig. Okay. Und die Diversität natürlich, Entschuldigung, die Diversität spielt da auch eine große Rolle. Also je diverser ein Team, desto kreativer, desto innovativer, weil einfach unterschiedliche Blickwinkel, Perspektiven auf ein Thema einzahlen und dann entwickelt sich das meistens auch besser. Ja, absolut, absolut. Jetzt mal zum Schluss gefragt, sozusagen unsere Verbindung nochmal nochmal aufgezeigt. Du warst ja mit einer Gruppe, mit einer Tech-Tour-Gruppe in Israel. Wir haben hier eine spannende Tour, eine wirklich, wirklich einzigartige Tour, muss ich sagen, auch aus meiner Sicht, gemacht mit tollen, tollen Frauen in Ausführungspositionen. Was hat dich denn an Israel am meisten irgendwie fasziniert? Ich finde das ja immer ganz spannend, dass die Leute ja nach einem Tag, also wenn sie irgendeine Vorstellung von Israel haben, dann sagen sie immer nach einem Tag, also es hat sich um 180 Grad gedreht. Ich weiß es nicht, ob das so krass bei dir war, aber was hat dich irgendwie fasziniert, was du vielleicht auch nicht erwartet hast? Also ich hatte keine Erwartungen tatsächlich und habe mich überraschen lassen. Ich hatte nicht so eine konkrete Vorstellung. Israel hat mich als Land immer fasziniert und ich wusste, ich will da unbedingt hin. Und als ich dann die Chance ergeben hat, über die Tech Tour Israel, die Vera Schneefeld, unser Chief Connecting Officer, hat das ja wirklich wunderbar gemanagt, da mitzugehen, habe ich die Chance ergriffen. Also ich finde es auch ganz wichtig, Chancen im Leben zu ergreifen, wenn sie sich einhalten. Ja. Und ich war... Also ich mag Israel sehr. Es hat mich wirklich fasziniert. Ich habe dann drüber nachgedacht, was ist es an dem Land, was mich so begeistert? Und ich glaube, das ist die Energie. Also ich habe da eine wahnsinnige Dynamik und Energie. Ich meine, wir haben ja viele Startups besucht und waren auf verschiedenen Events zusammen in der Startup- und Hightech-Szene. Ich hatte überall so eine Dynamik wahrgenommen, eine Energie, eine Dynamik, ein Zusammenarbeiten, einen in die Zukunft gehen. Ja, man will wirklich was bewegen, man will gestalten, man will ein Produkt auf den Weltmarkt bringen, man will erfolgreich sein. Ja. Dieses Zusammenarbeiten, das Vernetzen zwischen Industrie, Wirtschaft, Politik und auch Militär. Also ich fand es ganz spannend zu sehen und auch zu hören in Israel, wo die Innovationskraft eigentlich herkommt und dass man eben so ganz unproblematisch auch Branchen wechseln kann in Israel. Das ist eben nicht erst ein Makel. Also ich musste mir oft anhören, warum bist du bei Ford gegangen? Warum bist du jetzt von der Branche in die Branche? Warum hast du von der Bank den Schritt in die Industrie gewagt? Warum? Weil es hat mich immer besser gemacht. Es hat meinen Horizont immer erweitert. Es hat mich immer irgendwie Neues gelehrt. Und das ist in Israel etwas, wo viel selbstverständlicher ist, was ich gelernt habe, branchenübergreifend zu wechseln, miteinander zu arbeiten, Wissen zu teilen, offen zusammenzuarbeiten, auch Patente zu teilen und eben innovativer zu sein. Und da können wir als Deutschland so wahnsinnig viel von Israel lernen. Ich bin da erst am Beginn meiner Lernreise, aber es hat mich total fasziniert. Und natürlich, was ich schön fand an unserer Tour speziell, diese Kombination aus Kultur und Technologie. Dann hatten wir eine fantastische Reisegruppe und wunderbare Reiseleiterinnen vor Ort, ja, mit dir und Olga, wunderbar. Und ganz ehrlich, das Essen fand ich auch super in Israel. Also wir haben zu viel gegessen, die ganze Zeit gegessen. Es gab nichts zu essen. In jedem Meeting gab es wieder ein Buffet und ich habe immer gedacht, wie viel Kilo nehme ich noch zu? Es war ein total leckeres, gutes Essen, eine super große Gastfreundschaft und ich fand auch ganz spannend unseren Austausch bei den orthodoxen Juden am College da. Das war auch hochspannend, interkulturell. Also ich habe so viel mitgenommen und ich finde, also ich liebe tatsächlich auch New York und habe da ja in der Nähe gelebt und gearbeitet damals und habe überlegt, was gefällt mir an Tel Aviv so. Es hat mich in Stücken tatsächlich auch so ein bisschen an New York erinnert und dieser Vibe, dieses Big City Lights, also ich fand das schon spannend. Okay, cool. Ja, sehr interessant. Kann jedem empfehlen, nach Israel zu reisen. Also ich finde, es ist wirklich auch mit Blick auf die Innovationskraft, eigentlich sollten die Unternehmen alle nach Israel fahren und nicht in Silicon Valley.
Ja. Na gut, Silicon Valley. Also es gibt ja auch in Europa, finde ich auch sehr spannend. Also ich habe jetzt noch nicht, natürlich noch nicht alle besucht, aber ich habe gehört, dass auch zum Beispiel Tallinn und so weiter. Also es gibt ja schon einige Städte in Europa, die so ein bisschen sich da auch versuchen, irgendwie da Führung zu übernehmen in Europa und in der Welt. Also es ist auf jeden Fall positiv und was du gesagt hast, eben dieser Wechsel auch zwischen Bereichen. Ich glaube, aus meiner Sicht macht das genau die Innovation aus. Also wenn du sozusagen aus verschiedenen Bereichen, aus verschiedenen Fähigkeiten Sachen zusammenbringen kannst und verbinden kannst Neu kombinieren, ja. genau, kombinieren und daraus entsteht ja eben etwas Innovatives. Und ja, ich freue mich. Also ich meine, Innovationen haben uns auch beide zusammengeführt. Deswegen, das ist schon mal, hat sich schon mal gelohnt. in einer digitalen und innovativen Welt zu sein. Ich finde, weißt du, das ist, es gibt so viele Herausforderungen auf Social Media, aber ich finde, man hat, ich sage das immer wieder, man hat einfach so viele interessante und spannende und inspirierende Menschen dort kennengelernt und verbunden. Und ich finde auch, das Netzwerken macht das sogar, also offline natürlich ein ganz anderes Level, aber auch online, oder? Also das ist man, online kann man auch netzwerken. Kann ich nur unterstützen. Ich hätte die Vera ohne Twitter nicht kennengelernt, ja. Und über Vera haben wir uns kennengelernt. Und das ist tatsächlich, also ich finde auch, Social Media hat auch seine Gefahren und wir haben auch alle schon Shitstorms und andere Sachen erlebt. Aber es bringt auch Menschen zusammen und verbindet und schafft Brücken und Möglichkeiten. Also Ja. es hat immer, man muss die Chancen sehen, ja. Die Risiken betrachten, aber vielleicht auch eher die Chancen sehen. Ja, genau, absolut. Das ist doch mal ein gutes Abschlusswort. Danke dir, Ute, vielmals für das Gespräch und die inspirierenden Ideen und Worte und dein Engagement auch. Ich danke dir sehr für die Einladung, liebe Jenny, und es hat echt Spaß gemacht. Sehr gerne wieder. Vielen Dank. Bis dann, tschüss. Tschüss.